Schön angelegte Kräuterbeete bildeten die Umrahmung zum 13. Wiesenbadener Kräutermarkt. Dieser fand am vergangenen Sonntag rund um die Koparkhalle statt. Trotz des anfänglichen Regens zog es zahlreiche Besucher nach Wiesenbad, um das Angebot der 43 sächsischen Händler unter Augenschein zu nehmen. So gab es Öle aus heimischen Pflanzen, Fruchtweinschorlen und Säfte einheimischer Obstsorten und vieles, vieles mehr. Was aber einen Kräutermarkt zu etwas Besonderem macht, ist das reichhaltige Angebot an Pflanzen. Pflanzen, die nicht nur uns Menschen etwas Gutes bieten, sondern auch den in Not geratenen Insekten eine Futtergrundlage schaffen. Auch solche Pflanzen wurden an diesem Tag von den Besuchern gerne mit nach Hause genommen. Exotisch anmutend, aber dennoch nichts Tropisches, ist die Kiwi Berry, eine winterharte Sorte aus dem fernen Nordchina und Sibirien. Etwas kleiner als gewohnt, aber dennoch schmackhaft. Vitaminreich und haarlos sollen die Früchte sein und delikat im Geschmack. Mal etwas anders als das, was wir aus dem Supermarkt kennen. Wer sich für diese Frucht entschied, musste aber zweimal zugreifen. Bei der Kiwi gibt es männliche und weibliche Pflanzen. Nur mit beiden ist eine gute Ernte zu erwarten. Und daher standen auch männliche und weibliche Pflanzen gut getrennt voneinander und warteten auf Kundschaft und einen neuen Standort. Auch in der Koparkhalle war das Angebot groß. Kosmetika, Liköre und viele unterschiedliche Brotaufstriche. Diese gab es für die Besucher auch zum Probieren. Aber nicht nur die Produkte der Händler standen im Vordergrund beim 13. Kräutermarkt. Es wurde auch für die Region Erzgebirge Vogtland geworben. Schließlich ist ja das Erzgebirge auch ein Tourismusmagnet für Reisende.